Herr Scholz, es gab einen Angriff der Anti-IS-Koalition in Mosul, bei dem zahlreiche zivile Opfer zu beklagen sind. Gestern wurde bekannt, dass die Bundeswehr über ihre Aufklärungstornados daran beteiligt gewesen sein soll. Wie lässt sich dieses Ereignis einschätzen aus Ihrer Sicht? Wie Sie schon richtig sagen, gibt es eben diese internationale Koalition, die sich unter den Amerikanern in der Operation Inherent Resolve, so heißt sie, zusammengetan hat, um jetzt konkret den IS aus der Luft zu bekämpfen, beziehungsweise die Rebellen, die freundlichen Rebellen am Boden zu unterstützen. Die Operation läuft nach klassischen Luftkriegskriterien der USA / der NATO ab. Das heißt, es werden Ziele aufgeklärt und diese Ziele werden dann in eine Zielliste gebracht und dann abgearbeitet. Das heißt also mit entsprechenden Luftkriegsmitteln, Flugzeugen, Drohnen bekämpft, bombardiert. Die Tornados, die wir dorthin geschickt haben, das habe ich schon damals gesagt, als sie auf den Weg geschickt wurden, sind für diese Art von Kriegsführung total ungeeignet, weil sie als bemannte taktische Aufklärer eigentlich mal gedacht waren, in einem großen Krieg sogenannte Pre- oder Post-Strike-Recce zu fliegen. Das heißt also, man klärt feindliche Panzerverbände, bevor man sie mit Luftwaffen angreift, auf, man fotografiert sie und wenn man dann sie angegriffen hat oder die Brücke oder was auch immer, dann fliegen sie wieder hin und fotografieren. Das hat man inzwischen über Satelliten und Drohnen wesentlich kostengünstiger und präziser hinbekommen. Nun haben wir die Tornados dahin geschickt, aus politischen Gründen, um eben halt in der Allianz Bündnistreue zu zeigen. Das heißt, diese Flugzeuge fliegen Aufklärung, das heißt, sie machen Bilder, sie machen Fotos aus großer Höhe. Und diese Fotos werden dann an das Luftquartier in Katar übermittelt. Und dort sitzen Auswärter, die dann eben die Fotos auf Zielrelevanz untersuchen. Da der Islamische Staat kein Kombattant ist im Sinne von Heer, Luftwaffe, Marine, sondern eben eine asymmetrisch kämpfende Truppe und die sich immer in die Bevölkerung hineinbewegen wird, weil sie dort kein Ziel bieten, ist natürlich ein Bildaufklärer, der mit mehreren Stunden Zeitverzug dann am Ende auswertbare Bilder liefert. Man kann auf diesen Bildern nicht sehen, wo IS-Kämpfer sich befinden. Man kann also, wenn man so will, Infrastruktur aufklären. Und das wird hier in diesem Fall so gewesen sein. Man hat also aufgrund von sogenannten Human Intelligence, irgendwelche Rebellen, irgendwelche Informanten am Boden haben gesagt, in dem Gebäude treffen sie sich. Und daraufhin ist dann ein Tornado geschickt worden, hat die Bilder gemacht. Und so wie offiziell erklärt wird, man guckt dann, ob auf diesen Bildern, was dieses Gebäude betrifft, links, rechts oder in unmittelbarer Nähe ein Krankenhaus ist, eine Schule ist und so weiter, weil dieses Gebäude eventuell als Ziel in Frage kommt. Und das wird passiert sein. Und jetzt ist der Angriff gelaufen und jetzt sind zivile Opfer zu beklagen. Sie waren ja selber Tornado-Pilot der Bundeswehr. Sie waren NATO-Luftkriegsplaner. Und Sie haben schon 2015 diesen Einsatz kritisiert, haben unter anderem gesagt, die Bundeswehr ist Teil der Killchain. Wie lässt sich aus Ihrer Erfahrung und Sicht sowas verhindern? Lässt sich sowas überhaupt verhindern wie dieses Ereignis jetzt? Wie ich schon eben einleitend sagte, wenn Sie gegen einen asymmetrisch kämpfenden Gegner kämpfen, der also in der klassischen Kriegsführung keine Chance gegen Sie hat, dann wird er dafür sorgen, dass wenn Sie versuchen, ihn aus der Luft zu bekämpfen, dass Sie Zivilisten treffen. Das ist Teil seiner Strategie. Das heißt also, diese sogenannten Kollateralschäden werden von Anfang an durch die Amerikaner und jetzt auch durch wir, wenn wir da mitmachen, wir akzeptieren die. Und das für mich ist das Zynische dabei, dass wir sogenannte Legal Advisor dabei haben. Wir haben Anwälte dabei, die sich im internationalen Recht auskennen. Und die geben jedes Ziel frei. Die sagen, dieses Ziel darf maximal 10 zivile Tote kosten. Und dann gehen die Leute dahin und bombardieren. Bis zu 10 Leute dürfen umgebracht werden. Und das nennt man dann, dass sie minimieren die zivilen Opfer. Aber das heißt im Umkehrschluss, sie genehmigen das Töten von Zivilisten. Und deswegen ist dieser Luftkrieg meiner Meinung nach einfach unmoralisch. Abgesehen davon, dass er nirgendwo irgendwo ein politisches Ziel
erreicht wird. Sie sagten gerade, da sind auch immer Rechtsberater dabei. Hat auch die Bundeswehr, ist bei diesem Einsatz der Bundeswehr beim Krieg gegen den IS, sind auch da solche Rechtsberater dabei auf deutscher Seite? Ja, es gibt in dem Hauptquartier in Katar, das ist bei jeder Luftkriegsoperation, haben die einzelnen Nationen und auch die Bundesrepublik Deutschland politische Zivilisten sind das, entweder vom Auswärtigen Amt oder eine ähnliche Beauftragte der Bundesregierung und Juristen. Und diese begucken jeden Einsatz, den ein deutsches Flugzeug fliegt und entscheiden, ob das deutsche Flugzeug legal ist, nach nationalem Recht und nach internationalem Recht. Und wenn diese Tornado dieses Gebäude aufgeklärt haben und das Bild zu einem Luftangriff benutzt wurde, dann wurde das durch einen Juristen und einen politischen Berater der Bundesregierung freigegeben, genehmigt. Das ist ein interessantes Detail, was so bisher nicht zu hören war. Die Bundesregierung versuchte noch bis kurz bekannt werden des Einsatzes der Tornados bei diesem konkreten Angriff sich rauszureden oder ist entsprechenden Fragen von Journalisten ausgewichen. Wie lässt sich die politische Reaktion einschätzen? Ich glaube, dass, ich will das mal flapsig sagen, da wird rumgeeiert. Denn in dem Moment, wo diese Tornados, und das ist so, dem taktisch den Amerikanern unterstellt werden für diesen Luftkrieg Inherent Resolve, dann ist diese Tornado, diese deutschen Rechi-Tornados, ein Teil der sogenannten Kill Chain. Das heißt, sie klären auf, dann wird gebombt und hinterher wird wieder aufgeklärt und dann ist man mit im Boot. Und die einzige Sicherung, die die Bundesregierung drin hat, sind diese genannten Legal Advisor und Political Advisors, die eben nur darauf achten, nur in Anführungsstriche, dass es nach Recht, also nach internationalem und nationalem Recht abläuft. Das Umbringen von Zivilisten ist damit drin. Das wird gekauft. Und das möchte ich eigentlich gern mal, dass das mal laut gesagt wird. Wie lässt sich so etwas vermeiden in solch einem Kampf gegen den Islamischen Staat, in diesem Krieg gegen den Islamischen Staat, wie er genannt wird oder wie er auch aktiv geführt wird? Wie lässt sich solch ein Ereignis oder ähnliche Ereignisse, wie lassen sich die vermeiden? Wenn Sie jetzt ganz konkret diesen Islamischen Staat als Kraft am Boden wirkungsvoll ausschalten wollen, dann geht das nur joint. Und das ist der Terminus, den die Amerikaner in die NATO gebracht haben. Das heißt, alle militärischen Fähigkeiten, die wir haben, NATO, Amerikaner, werden gebündelt. Das heißt, Luft-, Land-, Seestreitkräfte, Spezialoperationen. Dann gehen wir rein mit allem, was wir haben und dann ist nach einer Woche Ruhe. Aber das tun sie nicht, weil sie aus irgendwelchen Gründen kein Interesse daran haben, Bodentruppen reinzuschicken. Das heißt, sie bomben. Und das Bomben heißt, man hat keine eigenen Verluste und man kann der Welt zeigen, wir tun was gegen Terroristen. Am Ende bringen wir nur Zivilisten um und wir verlängern das Leiden der Bevölkerung. Aber politisch werden wir mit nur Luftkrieg nichts erreichen. Lässt sich das so zusammenfassen, dass mit dieser Art von Krieg gegen den IS der IS nicht besiegt werden kann? Genauso ist es. Ganz im Gegenteil, wir werden die Rekrutierung, was den islamischen Terror angeht, werden wir noch dadurch anfachen, weil wir nämlich immer auch muslimische Zivilisten dabei umbringen. Und das ist, wenn Sie so wollen, eigentlich das politisch Dumme. Ja. Herr Scholz, die Bundesregierung hat auf Fragen von Journalisten sinngemäß gesagt, ja, da ist ein notwendiger Krieg, der geführt wird im Irak gegen den IS. Das ist aber etwas ganz anderes als das, was Russland in Unterstützung der syrischen Armee zum Beispiel in Aleppo gemacht wird. Bei diesem Fall Aleppo gibt es ja Vorwürfe gegen die syrische Armee, gegen die russische Unterstützung bis hin zum Völkermord. Wie lässt sich beides miteinander vergleichen? Lässt sich das überhaupt miteinander vergleichen? Und wie ist die unterschiedliche Bewertung in Politik, aber auch in Medien? Medien stellen das ja auch entsprechend dar. Wie lässt sich das einschätzen? Ja, also zuallererst einmal glaube ich, dass was die Funktionalität im Rahmen von Krieg sich der Osten, wenn ich mal die alten Terminologien benutzen darf, und Westen sich nichts unterscheidet. Das heißt, wenn Russland mit seinen Streitkräften in einen Konflikt geht, dann werden sie genauso wie der Westen auch, werden eine Zieluntersuchung machen. Sie werden gucken, welche Ziele müssen wir angreifen, um ein politisches Ziel zu erreichen. Und dann werden die Ziele priorisiert und dann werden sie abgearbeitet, in Anführungsstrichen. Und ich gehe einfach mal dann davon aus, dass Russland und auch Herr Assad kein Interesse daran hat, unnötig mit Ziviltoten in die Presse zu kommen. Das wäre einfach dumm.
Das heißt also, sie werden auch versuchen, die Kollateralschäden zu minimieren, genauso wie auch die Amerikaner und die NATO das tun wird. Und auch bei ihnen wird es natürlich zu Kollateralschäden kommen. Und Aleppo, das ist der Klassiker, darum ging es ja die ganze Zeit. Die Rebellen wussten, dass wenn sie aus der Stadt abziehen, wenn sie sich den syrischen Kräften und den russischen Kräften im offenen Gelände stellen, sind sie tot. Das heißt, sie werden sich immer im Schutz der Bevölkerung bewegen. Das heißt, wenn Sie so wollen, die Kollateralschäden in Aleppo sind nichts anderes als die Konsequenz eines asymmetrischen Krieges. Da geht eine klassische Luftwaffe dabei, oder in dem Falle kann man sogar noch sagen Joint, die haben ja mit Landstreitkräften zusammen das gemacht. Sie gehen dabei und versuchen aus der Luft die sogenannten Rebellenterroristen, wie sie so wollen, zu treffen. Diese Rebellenterroristen benutzen aber natürlich die Zivilbevölkerung, die Stadt, zu ihrem Schutz. Und dann kommt es zu zivilen Toten. Aber hier jetzt zu sagen, die Russen hätten und die Syrer hätten jetzt mit Absicht Zivilisten umgebracht, das ist einfach, entschuldige bitte, aber das ist einfach wieder jede Vernunft. Sodass Sie die Vorwürfe an die russisch-syrische Seite von Massaker bis hin zu Völkermord als wieder die Vernunft bezeichnen würden, wie Sie es gerade formuliert haben. Ja, ich sag mal so, das wäre einfach dumm. Und das ist für mich Kriegspropaganda, ich sag's Ihnen so. Und jetzt hier zu gewichten, welcher Bomber demokratischer ist und welcher Bomber menschenfreundlicher ist, das ist für mich auch wieder zynisch. Wenn dort ein Luftkrieg geführt wird gegen asymmetrische Kräfte, wird man immer Zivilisten treffen. Und das haben wir in Aleppo gesehen und das erleben wir jetzt auch in Mosul. Die einzige menschenwürdige Lösung ist, mit dem Krieg aufzuhören und an einen Verhandlungstisch zu kommen. Und alles andere ist Augenwischerei. Herr Scholz, noch eine kurze Frage an Sie, auch als ehemaligen NATO-Offizier. Sie haben hingewiesen auf die Taktik von Kräften wie das IS, sich zivile Objekte, die Zivilbevölkerung als Schutz zu suchen. Ich habe vor einigen Jahren in einer Dokumentation über Nordirland, über den Nordirland-Konflikt gehört von Nordiren, die erzählten, dass die britische Armee ganz gezielt sich in zivilen Einrichtungen stationierte, weil sie immer damit davon ausgegangen sind, dass die IRA zivile Einrichtungen mit nordirischen Kindern und Ähnliches nicht angreifen würde. Haben da asymmetrische Kräfte wie Rebellen, wie islamistische Terroristen und Ähnliche eventuell gelernt von regulären Armeen oder wo kommt dieses Denken her? Nein, also da jetzt eine Verbindung zu ziehen, das halte ich für doch ziemlich konstruiert. Ich denke mal, das könnte schon beim Mao Zedong nachlesen. Das können Sie sehen, wenn im Indochina-Krieg Vietminh gegen Franzosen oder dann im amerikanischen Vietnamkrieg, dass wenn eine aufständische Gruppierung, wenn sie gegen einen übermächtigen Gegner vorgehen wollen, dann werden sie sich immer wie Fische im Wasser bewegen. Das heißt, sie werden in die Bevölkerung gehen. Und da geht es nicht darum, dass sie jetzt mit bewusst Ziviltote erzeugen wollen. Da geht es einfach nur um das eigene Überleben. Wenn sie überleben wollen, dann müssen sie verhindern, dass der Große, der Mächtige seine Kräfte gegen sie ausspielen kann. Und das können sie am besten, wenn sie sich in der Bevölkerung bewegen. Das ist, wenn sie so wollen, militärische Klugheit. Dass natürlich am Ende dann die unschuldigen Zivilisten dabei drunter leiden, das ist ja das Schlimme. Aber es geht nicht darum jetzt, wenn wir bomben, dann sind wir verantwortlich für die Ziviltoten. Und da kann man nicht sagen, der IS ist schuld, weil er sich hinter Zivilisten versteckt. Der IS und jede andere Gruppierung, ob er nun Befreiungskämpfer ist oder ob wir ihn jetzt Terrorist nennen, der hat nur eine Chance gegen den Großen, wenn er sich eben asymmetrisch verhält. Und sich in die Bevölkerung reinzubegeben und dort Schutz zu suchen, ist eine Taktik. Und Krieg ist schmutzig. Und jetzt diese Taktik als besonders schmutzig hinzustellen, halte ich auch wieder ein bisschen gewagt. Wir schießen auch mit Drohnen auf irgendwelche Leute und kaufen dabei, dass wir Zivilisten umbringen. Also ich finde da eine Unterscheidung zu machen, wer unmenschlicher ist in so einer Auseinandersetzung, das ist eigentlich zynisch. Ich sag's nochmal.